Ich weiß, dass ich das Land nicht lang nutzen kann, aber ich weiß, dass dieses Land dem Betrieb zur Verfügung steht und der Betrieb sich dann dahingehend entwickeln kann, zusammen mit der Sicherheit, dieses Land nutzen zu dürfen. Also mir ist es wichtig, dass man möglichst viele Menschen mit einbindet, weil ich denke, das ist langfristig einfach tragbarer. Also wenn viele Menschen sich mit einem Ort verbunden fühlen, dann hat es einfach mehr Zukunft. Wir arbeiten mit Natur. Sachen sind langsam. Ein Jahr, 5 Jahre ist zu schnell vorbei. 10 Jahre ist selbst zu schnell vorbei. Wir versuchen hier viel langfristiger zu denken. Wenn Land in Privatbesitz ist, oft versucht man, so viel Kapital wie möglich daraus zu kriegen. Und das passt nicht in unser Konzept. Wir sind hier jetzt am höchsten Hof in der Haßburger Alb auf 570 Höhenmeter. Wir sind im fränkischen Jura, das heißt, wir haben sehr flachgründige, relativ flachgründige Böden, haben eine sehr schöne Eingebundenheit von den Flächen in die Landschaftselemente, wie viele Hecken, viel Wald außenrum, und es ist eine sehr harmonische Landschaft. Dadurch, dass wir jetzt hier 100 Hektar arrondiert um einen Hof herum haben, ohne konventionellen Nachbarn, ist es wirklich so, dass ich mich total gesegnet fühle, hier Landwirtschaft machen zu dürfen. Ja, das ist ein Geschenk. In Vorderhaslach haben wir einige Betriebsschwerpunkte. Wir haben den Solavie, Mutterkuhhaltung oder Schafhaltung, dann Getreideanbau, die wir dann direkt über einen zweiten Betriebszweig vermarkten an die regionalen Supermärkte. Vorderhaslach ist ein einzigartiger Betrieb, insofern, dass wir als Landwirte fast keine Fläche selber besitzen, aber wir bewirtschaften in Nordbayern fast 100 Hektar arrondierte Flächen. Mittlerweile pachten wir 5 Höfe insgesamt. Und ein von den Höfen, der zweite Hof hier in Vorderhaslach, konnten wir seit fast 7 Jahren pachten. Und dann ist der Altbauer gestorben und seine Erbe wollten das verkaufen. Wir gingen davon aus, dass wir das auf jeden Fall kaufen könnten, wäre kein Problem, weil das war immer so die Gespräche. Aber plötzlich stand ein Investor da und hat ein Angebot abgegeben, die wir nur mit Schwierigkeiten mithalten könnten. Es war für uns ein sehr großer Schock. Wenn du einen Betrieb aufbauen willst und einen Betrieb strukturieren willst, und es ist ja immer noch ein Neuaufbau, wir sind ja immer noch in der ersten Generation des Aufbaus, dann brauchst du die Sicherheit, für was du, für welche Flächen, für welche Art von Betrieb du diese Infrastruktur aufbaust. Und wenn das aber so unsicher ist, dass diese Flächen, die ja mitten im Herz deines Betriebes sind, dann gar nicht sicher sind, das ist einfach, dann investierst halt einfach nicht mit dem Herzblut, das du eigentlich brauchst, um einen Betrieb erfolgreich zu gestalten. Die Idee, das Land zu kaufen, war eigentlich relativ schnell da. Wir haben ja schon selber eine große Gruppe von Menschen, die den Hof tragen über diese solidarische Landwirtschaft. Und dann auch diese Verbindung zu Kulturland war dann eigentlich perfekt, diese beiden Sachen gemeinschaftlich zu machen. Also Land kann man an sich so eh nicht besitzen. Man kann Land nutzen, ne, in einem guten Sinne. Und man kann sich zur Verfügung stellen, das Land zu pflegen. Aber man kann Land eigentlich nicht wirklich besitzen. Und von daher ist es konsequent, eigentlich eine andere Form dieses Landerwerbs zu gehen, als jetzt, dass das durch eine normale Erbfolge immer wieder weitergegeben wird. Und von daher sind wir da auch stolz, dass wir jetzt diese Lösung haben, gemeinschaftlich Land zu kaufen mit Menschen, die in irgendeiner Form dann auch an Vorderhaslach gebunden oder verbunden sind. Ja. Wir befinden uns in einer dramatischen Situation am Bodenmarkt. Land ist viel zu teuer, um es als Bauer, Bäuerin kaufen zu können. Das kann ich alleine als Landwirt nicht lösen. Ich brauche da die Unterstützung von anderen Menschen. Kulturland ist eine Gemeinschaft aus Bürgerinnen und Bürgern und Bäuerinnen und Bauern, die sich gemeinsam zum Ziel gesetzt haben, Land aus der Spekulation zu befreien und das den Bäuerinnen und Bauern dauerhaft zur Bewirtschaftung zur Verfügung zu stellen. Ihr könnt euch beteiligen mit Genossenschaftsanteilen. Ein Genossenschaftsanteil sind 500 Euro, am besten aber mit vielen Genossenschaftsanteilen, weil wir so Stück für Stück
mehr Land kaufen können und dauerhaft sichern können für unsere Partnerbetriebe. Das ist kein geschenktes Geld, sondern das sind Genossenschaftsanteile. Wenn ihr kündigt, nach 5 Jahren ist das erste Mal möglich, kriegt man das Geld 1:1 zurück und dann kann man es jährlich kündigen. Die ideelle Rendite ist einfach, dass ich weiß, dass ich an einen Ort gehen kann, wo einfach Landwirtschaft in dem Sinne betrieben wird, wie ich sie unterstützen möchte. Weil nicht jeder kann selber Landwirt, Landwirtin sein, aber kann trotzdem einen großen Teil dazu beitragen, dass einfach auch in Deutschland Landwirtschaft kleinbäuerlich und regional mit kleinen Wegen und direkter Vermarktung stattfinden kann.